So, heute ist das Update rausgekommen. 239, bin jetzt auf 239.1. Bin schon auf Bärensuche gegangen, weil Dire-Bären will ich unbedingt ein Pärchen haben. Da lübt einer. Weibchen, Level 600. Wir sind soweit ganz gut ausgestattet. Ich habe sogar nochmal Golden Turd besorgt. Weil Golden Turd Instant Taming. So, versuchen wir es mal mit der Lanze. Anunnaki. Hat geklappt. Sauber. Okay, das ging ja sogar recht schnell. App. Jetzt kriegt die junge der Frau einen von den. Sehr tief. Jawolle. 8,99. Ja, das war jetzt ein recht einfacher Akt mit dem Sedativ-Narkotik, ne? Ab, gib mal die Hälfte ab. Die junge Frau hat Hunger. Na, da wollten wir eigentlich nicht hin. So. Oh, hat direkt alles gefressen. Naja, gut. Guck mal die Werte an. Gesundheit 11.000. Ausdauer. Nahrung, ja klar, Madame hat jetzt Hunger. Frisst jetzt auch erstmal eine ganze Menge. Haben wir den ganzen Hunger runtergehauen. Macht ganz schön Damage. Gut, gut. Dann geht's weiter. Müssen wir Dame erstmal nach Hause bringen, ne? Hey, ist sie so langsam oder was? Echt jetzt? Da habe ich sie mit dem 500 Fleisch zu viel Gewicht. Nö. Stimmt ja mit dir nicht. Hä? Hm. Ist mir jetzt aber nicht so. Kommen wir gar nicht aus der Puschen. Na egal. Warte mal hier, wir suchen dir noch ein Männchen. Du warst ein Weibchen, ne? Ja. Neutral. So, suchen wir jetzt noch ein Männchen. Da ist noch wer? Was bist du? Weiblich. Männlicher Bär. Okay. Komm her hier. Weg mit dir. Ja, schläft. Komm her. Ich will das Männchen. Jawohl. Tört, nein, davon. Ba-bam. Und du bist männlich. Du auch so viel Power? Ja. Na ja, Demo, gib mal die Hälfte ab. Damit. Wo haben wir denn jetzt Mademoiselle abgesetzt? Ah, er wird schneller. Sehr gut. Ja, wo war denn jetzt? Da ist er. Ja, komm. Perfekt. Gut. Hier gibt es dann jetzt einen kleinen Cut, weil ich bringe die beiden erstmal nach Hause. Das kann ein wenig dauern. So, dann sind wir mit den beiden zu Hause angekommen. Und nun wollen wir mal gucken, was mit den Sätteln ist. Also für den Sattel braucht ihr 200 Halt, 130 Fasern und 100 Zementpaste.
Dann könnt ihr die kleinen reiten. Hab nur eins und zwei. Das ist okay. Schön. Gut, ausreiten werden wir die nachher mal, denn in dem Patch gab es noch ein paar andere Sachen, die wollen wir uns natürlich auch noch gucken. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch aufs Dach, da haben wir am meisten Platz, beziehungsweise eine Etage tiefer, ich kann die Bench hier richtig setzen. Und zwar geht es einmal um die Chemiebench, also den Chemietisch. Wenn ich richtig informiert bin, ist das so eine Art Update vom Merton Pasta, wo alles etwas günstiger ist. Um den zu craften, braucht ihr, was kostet der nochmal? Moment. Müsst ihr einen Fabrikator machen. Eppa. Diesmal kostet der 250 Metallwaren. 250 Zement, 100 Spark Powder, 250 Kristalle, 250 Polymer und 250 Electronics und könnt ihr einen Fabrikator herstellen. Ganz schön teuer das Ding. Vor allen Dingen müsst ihr dafür, glaube ich, auch Level 85 sein, um den nutzen zu können. Also schon recht teurer Spaß. Aber er soll es wohl bringen. Bin mal gespannt. Benutzen. Er braucht, soweit ich weiß, ebenfalls einen Stromanschluss. Ohne Energie, jawohl. Deshalb braucht noch einen Fabrikator mit, also einen Elektrogenerator. Stellen wir jetzt erstmal einfach hier hin. So. Schließen da mal eine Leitung an. Steckdose müsste meines Erachtens auch da drauf. Jawohl. Dann ist er angeschlossen. Strom ist drin. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was der kann. Okay, er kann wohl Gunpowder und sowas alles. Und dann auch die ganzen Consumers. Zip. Zip. Mal gucken. Okay, er macht aus 20 und 4. Hä? Einschalten, Inventar. Ach, genau, richtig, so war das ja. Braucht ja noch Benzin. Zum Stromanschluss. Das ist schon ziemlich heavy. Und macht dann direkt 6. Also ist deutlich günstiger. So, wollen wir uns auch mal den Rest angucken. Ja, wieder rein. Braucht er 8 Flint, 4 Steine. Und, Moment, nochmal. Und macht dann direkt 12. Okay. Gunpowder, 4 Zündpulver, 4 Kohle. Und macht da 6 drauf. Schon mal nicht schlecht. Bei der Zementpaste, 8 und 16. Macht da auch direkt 6. Das ist also für Massenproduktion. Er macht dann reichlich. Schon mal gar nicht schlecht. Oh, und er ist deutlich schneller. Gut. Dann mal hoch aufs Dach. Zu dem nächsten Teil des Updates. Whoop. Hopp. Obwohl, gehen wir mal raus. Ich hatte hier hinten schon mal eine aufgestellt zum Probieren. Ganz genau, da steht sie. Das ist die Kanone. Kostet 950 Metallbarren, 200 Fasern, 150 Halt, 120 Stroh und 300 Zement. Und dafür braucht er natürlich auch Kugeln. Kostet jede Kugel 65 Metall, 30 Schwarzpulver und 15 Zementpulver. Und dafür, dass ihr sie nicht wieder aufheben könnt, ist das doch schon ganz schön teuer. Ab. Mal gucken. Na?
Wir können so ein bisschen nach die Kugel hin. Da ist im Wasser eingeschlagen. Nee. Hi. Down. I'm up. I'm up. Da werden wir Horden mal treffen. Okay, ich schlich wieder in der Mauer rein. Left. Oh, da kommt hier hin. Da geht mal kein Bock drauf. Sicher. Nee, anscheinend gut, dass ich da gerade mit was anderem. Left, left, left. Da fliegt die Kugel. Down. Left. Könnte sitzen. Der hat gesessen. Hm? Oder auch nicht. Ganz schön tricky. Und weiter nach links. Und weiter nach unten. Ich habe einige vorbereitet. Ich dachte mir sowas schon. Ich muss halt auch immer nur eine einzige Kugel rein, was ein bisschen nervig ist. Übrigens ist das ziemlich dürr. Der da oben. Macht das denn an Strukturen dann Schaden? Können wir die so weit umdrehen? Nee, ne? Okay, fliegen wir mal zurück. So. Habe ich noch eine Foundation dabei? Ich nicht, naja gut. So, machen wir das mal ausprobieren. Na ja, Kleiner, gib mir mal Kanone. Schießen wir mal auf die Mauer da vorne. So. Yep. Gucken wir mal, was die Struktur für einen Schaden hat. Nämlich die Metalldecke. Da unten. Verstärktes Beomuff-Tor. 12.500 ist also noch vollkommen in Ordnung. So, wollen wir mal gucken. Down? Okay, scheinen getroffen zu haben. 12.500 auf 800. 8.700. Ja, gar nicht mehr so schlecht. Da brauchen wir die Tür zum Teufel zu jagen. 2. Meine eigene Tür. 3. Okay. 4 Kugeln und ein so ein Gate Door ist weg. Puh, nicht schlecht. Gut, gut. Boah, das ist ganz schön übel. Okay, naja.
PvP bestimmt nicht uninteressant. Aber ist halt nicht aufhebbar und nicht wirklich frei platziert, drehbar. Braucht immer eine Grundfläche. Naja, mal dahingestellt. So, jetzt reiten wir mal mit den Bären aus. Gucken, was die so können. So, das ist ja vorhin ein Level ab. Wollen wir mal. Können ruhig was schneller sein. Drei Stück. So. Gucken, was die überhaupt so alles können. Ernten und. Weiß der Geier. Ah, da habe ich es so toll gemacht. Ich hier eingeschlossen. Heppa. Okay. Ist ja gut. Wir gehen hinten raus. So. Ab. Und auch noch raus. Heppa. Oh, ein Lootaffe. Gucken, wie schnell der den zerlegt, der Bär. Nein. Sind immer so schnell weg. Ja! Okay, ich hab den Loot kassiert. Okay, er erntet schon mal Fleisch und Haut. Ist er weg? Jawohl. Als Strukturen kriegt man keinen Schaden hin. Und da los. Eine Schildkröte. Ja, von mir. Oh, das wird interessant. Nur 240er. 380er. Jawohl. Bis 580. Scheint auch was zum Kämpfen zu taugen. So. Dann probieren wir mal die Kralle aus. Okay, Bären. Butter auch. Beißen. Wurde ja kein Satchel Fiber? Ne. Jawohl, Satchel Fiber ist nicht. Bären. Und Fiber sogar. Ja. Seht ihr das? Er erntet sogar Fiber, der Bursche. Okay. Das ist schon mal echt nice. Pteradon, eine Tatze. Oh ja. Guck mal da, der Lootaffe. Gucken wir, ob wir den kriegen. Krieg mal mit der Tatze eingeben und nicht beißen. Jawoll! Der Waffen in sich, so ein Lootaffe. 60. Cool. Und wie man sieht, der Bär frisst wohl auch Beeren. Ach nee, wie schön. Ja, der erntet alles feierbar und. Jetzt suchen wir uns mal einen richtigen Gegner. Wenn wir so ein bisschen durchfighten können. Und anscheinend frisst der Bär im Übrigen am liebsten Azurbären. Boah, was der schnell wird. Wenn er Strecke hat, gibt er richtig Gas. Der wird ja mal schneller. Ja, der ist so gemacht wie der Nashorn. Boah, der geht ja richtig ab. Ist gar nicht so langsam, wie der am Anfang aussieht. Der mal richtig in Fahrt kommt. Junge, Junge. Denn der Stamina-Verbrauch hält sich auch in Grenzen. Okay. Wie kann er denn schwimmen? Ist auch nicht gerade der schlechteste Schwimmer. Mein Gott, der könnte ja richtig Spaß machen. Warte. Fisch. Ah, der kommt auch mit dem Piranha, ist klar. Das ist sogar richtig gut. Das ist doch mal. Nices Tierchen. Gegner suchen. Zip. Kann er hüpfen? Nein. Schade.
Level up, okay. Ja, 300er Movement. Sowas wie ein Rex wäre schon ganz gut. Den kann er aber auch essen, ne? Ja. Halt sogar noch schneller davon. Wo? Okay. Was für ein komisches Geräusch. Ach, das, wenn er reinbeißt. Oh, wie der platzt. Nicht schlecht. Da. Hoppa. Dann mal gleich einmal um die Insel rum. Er darf nur nicht gestoppt werden, bis der erstmal wieder in Fahrt kommt. Das dauert. Ne? Wer prügelt sich damit was? Hörte sich so nach was starken und Rappi. Boah, auch kurz ein Prozess mit. Gar nicht mal schlecht. Könnte richtig Spaß machen. Mach mal weg da drin. Mann, Mann. War noch immer Rexe. Überlegt laufen. Für die Spinne. Das ist ein Weg. Oh, ich habe gerade einen Experience Point. Fläschchen, kann er direkt mal. Zack. Ah, nicht viel gebracht, okay. Was großes, starkes. Stimmt, ein Affe. 380. Zwei Pranken. Okay. Mann, Mann. Komm, wenn wir noch einen Rex haben, dann prügeln wir uns mal einmal mit dem Rex und dann ist gut. Ja. Natürlich nehmen wir das mit. Guck mal, zwei Raptoren. Naja, gut. War jetzt nicht wirklich was. Wenn er jetzt noch hüpfen könnte, wäre der so awesome. Boah, ist der abgeht. Ja. Nee, ein Alpha-Dodo. Die Anunnaki-Alphas haben schon richtig Power im Hintern. Oh, schon so ganz gut. Müsste damit aber auch mal was machen. Auch schön. Da richtig was mit. Hm? Ah, okay, das soll viel machen, bleibt da stehen. Nur keine Chance. Okay, okay. Morphe? Nee, bitte ran. Ne? Ja, okay. Dann kein Rex. Nichts da. Bams. Naja, gut, okay. Das ist soweit alles gesehen. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Da gibt es doch noch das Rex-Video. Ja, sauber. Level 100. Okay, das war's dann. Ciao.